Glück auf, wie ihr schon im Videotitel gelesen habt, bin ich diesmal nicht auf dem Vogtland-Panoramaweg unterwegs, sondern auf dem Altmühltal-Panoramaweg. Ja, ich bin jetzt eben gerade in Gunzenhausen mit dem Zug angekommen. Das ist die Stadt hier hinten, die man da jetzt noch in der Ferne sieht. Bin jetzt schon ein ganzes Stück hier über die Felder hierher gelaufen. Es war jetzt schon ganz schön knackig, weil es ist jetzt genau Mittag und die Sonne knallt runter. Wir haben so ungefähr 30 Grad. Ich hatte ja gehofft, dass ich jetzt hier in meinem Urlaub ein bisschen niedrigere Temperaturen habe. Aber ja, wir machen das Beste draus. Mal sehen, wie sich das Wetter jetzt entwickelt die nächsten Tage. Wir haben reichlich 200 Kilometer vor uns. Ja, immer an der Altmühl lang bis Kelheim. Und da könnt ihr mich gerne begleiten. Die nächsten Videos werden quasi von meiner Tour jetzt kommen. Und dann wünsche ich euch viel Spaß dabei. Los geht's! Endlich geht es mal ein Stück durch den Wald. Wirklich sehr angenehm, mal nicht in der prallen Sonne zu laufen. Ja, sehr schöner, schmaler Pfad hier durch den Wald. Schöne alte Eichen. Ja, das Einzige, was ein bisschen nervt, ist das Viehzeug, was die ganze Zeit hier um mich rumschwirrt. Aber ja, gehört nun mal dazu, ne? So, und wie ich gerade sehe, ist der Wald hier vorne schon wieder zu Ende. Eine schattige Bank kommt hier bei dem Wetter echt gelegen. Also hier gerade hier solche Passagen hier auf dem freien Feld, wo die Sonne richtig runterknallt, das ist echt heftig. Oh, ja, wir werden jetzt mal ein paar Minuten Pause machen und hier hinten auf dem Berg, das ist der Spielberg und das ist eigentlich schon das heutige Etappenziel, jedenfalls das theoretische laut dem Wanderführer. Ja, gucken wir einfach mal, wie wir uns fühlen, wenn wir oben sind. Ist noch ein bisschen Anstieg. Aber ja, schauen wir einfach mal, wie es uns ist. Ob wir jetzt bei den Temperaturen noch ein paar Meter weiterlaufen wollen heute oder ob wir dort oben uns irgendwo ein Plätzchen suchen. Ja, gucken wir einfach mal. Ja, wir waren jetzt gerade auf der Burg Spielberg. Wirklich ein sehr schönes Gelände, super Ausblick, habt ihr ja gesehen. Super in Schuss gehalten, das Gebäude. Da ist auch eine Galerie drin. Da wohnen, wenn ich es richtig verstanden habe, Künstler. Und ja, haben im Außengelände so Skulpturen aufgestellt. Und ja, war auch eine nette Frau, die uns gleich noch unsere Wasservorräte aufgefüllt hat.
Ja, jetzt geht's noch ein Stück weiter und dann suchen wir uns unseren Schlafplatz für heute. Es ist gerade eine Wohltat, wirklich hier lang zu laufen. Erstens, weil es hier so schön kühl ist im Wald und weil es mal ein sehr schöner, weicher Waldboden, Waldweg ist. Nach den vielen Kilometern jetzt auf Schotterstraßen und direkt Asphalt ist das jetzt eine richtige Wohltat. Ja, also hier im Wald kann man es noch ein bisschen aushalten. Also da könnte man wirklich noch ein paar Kilometer machen. Aber wir wollen es ja mal nicht übertreiben. Ne? Wir haben ja Urlaub, laufen keinen Marathon. Und daher schauen wir mal, wie weit es uns heute noch hier in den Wald reintreibt. Und dann mal sehen, wie lange die Kaya noch Lust hat. Ja, unser Übernachtungsplatz steht, also das Zelt noch näher, aber wir haben uns schon mal festgelegt. Diese wunderschöne Aussicht haben wir hier. Ja, und hier dieses Plateau, da werden wir wohl irgendwo ein Plätzchen finden, wo wir unser Zelt aufstellen können. Ja, heute Abend Sonnenuntergang in diese Richtung, morgen früh Sonnenaufgang in der Richtung. Was gibt es Schöneres? Ja, haben wir den Abend noch ein bisschen ausklingen lassen. Und dann schauen wir mal, wie weit wir morgen kommen.